Wenn wir nun auf der Vorderseite rechte Maschen und auf der Rückseite linke Maschen stricken, dann spricht man von einem Glattrechtsmuster. Die linke Masche legst du den Faden vor die Masche und vor die Nadel, stichst von rechts ein, schlingst den Faden vom Zeigefinger um die Nadel und ziehst ihn durch die Schlinge. Noch einmal. Faden vor die Masche und vor die Nadel, von rechts einstechen, Faden um den Nadel wickeln und durchziehen und Masche von der Nadel gleiten lassen. Faden vor Masche und Nadel, von rechts einstechen, Faden durchziehen und Masche von der Nadel gleiten lassen. Das ist nun die Rückseite, das erkennst du unten am Anfang des Strickstücks an den Knötchen und diese Maschen erscheinen auf der Vorderseite als rechte Maschen. Und wenn wir nun auf der Vorderseite ebenfalls rechte Maschen stricken, dann bleibt die Vorderseite glatt und die Rückseite wird kraus links aussehen. So, wir stricken jetzt eine Reihe rechter Maschen darüber. Du siehst deutlich den anderen, du siehst hier schon, es wird schon glatt. Und du siehst auch deutlich den anderen Anschlag, die andere Anschlagseite unten. Die ist nämlich im Gegensatz zur verkehrten Seite schön glatt. So, die Rückreihe. Die Randmasche immer rechts und in der Rückreihe alle Maschen links. Wie du in den weiteren Videos sehen wirst, kannst du schon nur mit diesen beiden Maschen, mit rechten Maschen und linken Maschen, eine Vielzahl von Mustern, von reizvollen Mustern stricken. So, du siehst hier nun den Unterschied zwischen dem Glattrechtsmuster oben und dem Krausrechtsmuster unten. Ich stricke noch eine Reihe darüber. Also das Krausrechtsmuster eignet sich durchaus für den Abschluss von Strickstücken. Es ist aber nicht elastisch im Gegensatz zu Bündchen- oder Rippenmustern, die du im nächsten Video kennenlernen wirst. Ein Krausrechtsmuster wird auch gerne verwendet für Blenden von Jacken, in die man dann Knopflöcher arbeitet. Du siehst hier auf der Rückseite auch sehr deutlich den Unterschied zwischen dem Krausrechtsmuster am Anfang und dem Krauslinksmuster auf der Rückseite. Beim Krausrechtsmuster siehst du dazwischen Reihen mit rechten Maschen, beim Krauslinksmuster nicht, gibt es nur linke Maschen auf der Rückseite. Bevor ich dir Bündchenmuster oder Rippenmuster zeige, beginnen wir noch ein Strickstück sofort in glatt rechts. Dann siehst du ganz schnell den Sinn eines Bündchens, warum wir mit einem Krausrechtsmuster oder einem Bündchenmuster ein Strickstück beginnen, zeige ich dir im nächsten Video.